Just Cause 2. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir für euch. Es ist Just Cause 2. Ich hatte gedacht, da ich ja bisher mit Starbound ein eher ruhigeres Let's Play hatte, wäre vielleicht ein wenig Action mal ganz gut. Leider ist jetzt allerdings das Problem, dass ich die Story sozusagen von dem Spiel schon durchgespielt habe. Das ist allerdings überhaupt nicht schlimm, denn es bietet auch weiterhin noch so viele Möglichkeiten und so viele neue, unentdeckte Dinge. Ja, und ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Jetzt beginnt hier direkt die Musik zu spielen. Hatte ich die nicht ausgeschaltet? So, ich mache die Musik mal ein wenig leiser, weil... Ja, Grafik, wie man sieht, alles auf Maximum. Da will ich natürlich... ja, auch wenn das Spiel schon etwas älter ist, immer noch das Beste rausholen. Und auch wenn das Spiel schon etwas älter ist, ich glaube, na, müsste ich mal gucken, wie alt es ist. Sehe ich jetzt hier gerade nicht. Ich schau mal eben. Es dürfte von 2010 sein. Also schon 4 Jahre auf dem Buckel. Aber ich finde, es sieht trotzdem immer noch ziemlich gut aus. Ich hoffe mal, die Aufnahme läuft jetzt auch relativ flüssig. Da hinten sieht man schon meine Kollegen langlaufen. Denn es spielt sich so ab, das erkläre ich einmal eben. Dies ist die komplette Karte. Sie ist wirklich riesig. Man sieht auch eben ganz kurz unten rechts der Fortschritt nur 33%, trotzdem ich alle Hauptmissionen, die sogenannten Agenturmissionen, abgeschlossen habe. Also da gibt es wirklich immer noch viel zu tun. Ja, und das Ganze ist die Karte. Wirklich riesig. Hier mit Schneegebieten, Dschungel, Wüste, allem drum und dran. Und mir gefällt sie persönlich sogar noch viel besser als zum Beispiel bei einem GTA. Wobei man hier natürlich sagen muss, es gibt hier nicht so viele Zwischenfälle, so viele Nebenmissionen wie bei GTA, die natürlich GTA auch teilweise ausmachen. Aber wenn man sich anguckt, die Größe ist schon wirklich unglaublich. Und es gibt halt immer so, hier sieht man es auch, verschiedene Organisationen, zum Beispiel die ULA Boys oder die Reapers oder die Roaches. Und man muss sich halt am Anfang aussuchen, welchen man sich anschließen möchte und arbeitet dann erstmal für die, um natürlich Unordnung und Unruhen zu stiften. Das alles wird gezählt in Chaos, sieht man auch rechts unten. Chaos habe ich im Moment so ungefähr 745.000. Ja, umso mehr Chaos man macht, umso weiter schaltet man die Hauptmission frei und, und. Darum soll es bei uns hier aber auch gar nicht gehen, denn ich möchte viel lieber einfach, ich schalte die Musik mal eben aus, die stört mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen. Ich möchte lieber ja, mal so ein bisschen was von der Gegend zeigen, ein bisschen die Möglichkeiten zeigen, die das Spiel bietet, ein bisschen Chaos anstiften. Es soll halt auf jeden Fall alles actionhaltiger werden, da ja, mit Starbound halt die Action in letzter Zeit dann doch ein wenig gefehlt hat. Grafisch sieht das Spiel meiner Meinung nach immer noch top aus. Klar gibt es mittlerweile schönere. Da hinten sieht man gerade einen Vogel fliegen. Irgendwo ist auch ein Flugzeug. Da fliegt gerade ein Flugzeug. Es gibt auch allerhand Fahrzeuge hier. Wir steigen zum Beispiel mal in diesen LKW ein, der eigentlich dem Militär gehört. Ja, ich spiele übrigens mit dem Xbox 360 Controller. Und okay, naja, die Frames brechen doch ein wenig ein. Ja, mal sehen. Muss ich mal beobachten. Je nachdem, wie schlecht das gleich wird.
werde ich dann doch ein wenig in den Optionen noch dran rumbasteln müssen. So, das ist hier gerade von den Ula Boys ein eroberter Stützpunkt. Ich kann mich jetzt theoretisch da vorne in den Wagen setzen und mit dem anderen dann mitfahren. Ich bleibe aber erstmal hier in dem LKW. In der ersten Folge will ich ja erstmal ein wenig so zeigen. Die erste Folge ist halt immer noch so ein wenig dazu da, um... ich sollte besser gucken, wo ich hinfahre. Die erste Folge ist immer noch ein wenig dazu da, um das Let's Play am Anfang noch so ein bisschen auszuprobieren. So, und dann können wir auch mal gleich ein wenig Chaos stiften. Also man sieht hier, der Insel geht es gar nicht gut. Sie liegt irgendwo in Asien. Denn der Präsident, es ist noch ein sehr junger Präsident, ein bisschen Kleingeld, der nutzt die ganze Bevölkerung aus, um militärische Macht zu bekommen. Ich würde auch mal sagen, es ist schon eine wirkliche Diktatur, die hier herrscht. Alles wird vom Militär kontrolliert, wird man auch noch später genug oder oft genug sehen. Und ich wähle jetzt zum Beispiel mal, oh nein, jetzt habe ich eine Granate geworfen und hier geht schon die Action los. Da fliegen Gasflaschen weg, das wollte ich eigentlich jetzt gar nicht. Ja, das passiert, wenn man sich vorher nicht mit der Steuerung auseinandergesetzt hat. Ich wollte eigentlich mal auf diese Fässer hier schießen. Ich glaube mit... Ja, ganz genau. Man sieht, also ich finde auch die Explosion ganz gut gemacht. Teilweise Dinge fliegen auseinander. Der Zaun bricht hier zum Beispiel kaputt. Und da gibt es noch viel eindrucksvollere Methoden. So eine Tankstelle hier zum Beispiel, die hatte ich jetzt schon mal abgerissen. Deswegen kann ich die jetzt gerade nicht nochmal abreißen. Ich würde sagen, wir fahren einfach nochmal ein bisschen hier entlang. Wie gesagt, wenn ihr jetzt sagt, oh ja, Just Cause finde ich jetzt nicht so spannend. Es kommen noch zwei weitere Spiele, die euch dann vielleicht mehr zusagen. Und ihr könnt natürlich auch immer wieder Wünsche äußern, was ihr denn gerne sehen würdet. Ich muss halt immer nach meinen Möglichkeiten gucken. Das muss zeitlich alles hinhauen. Es muss auch gut zu Let's Playen sein. Und. Also ich kann nicht einfach jedes Spiel nehmen und dann da irgendwie ein Let's Play draus machen. Was ist hier denn gerade? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ja, dann seht ihr jetzt mal gleich, wie hier die Action losgeht. Das Spiel ist übrigens, was ja auch zu erwarten ist, ab 18, also es kann zeitweise auch mal ein klein wenig brutal sein, wenn ich zum Beispiel, jemanden fessel. Denn... ich stelle mich jetzt hier am besten mal nicht auf die Lande- und Startbahn direkt, so. Und da hinten sieht man gerade den wunderschönen Sonnenuntergang. Ich finde, das Spiel sieht immer noch grandios aus. Und im Hintergrund hört man schon die Sirenen. Was ich sagen wollte, man sieht vielleicht, der Cursor in der Mitte ist jetzt nicht so wie bei anderen Spielen normal. Denn manchmal ploppt hier ein sich drehendes Ding auf. Das heißt, er hat ein, also unsere Person hier, er heißt glaube ich Rico, also Rico, hat einen Enterhaken, da hinten sieht man den Präsidenten, und damit kann er zum Beispiel Dinge miteinander verbinden oder sich aber auch auf Dinge, an Dinge dran haken. Ja, das Zielen funktioniert ja auch ein wenig automatisiert. Und ich muss jetzt mal schauen, dass ich mich hier... Es fängt an zu regnen. Dass ich mich hier vielleicht mal ein bisschen so langsam aus dem Staub mache, weil ich ungern krepieren möchte. So, dann schwinge ich mich mal hier drauf. Steige hier ein. Es ist natürlich nicht alles so realistisch gehalten und es scheint ein Gewitter aufzukommen, aber das soll mir jetzt gerade mal egal sein.
Ich fliege hier mit diesem kleinen, komischen Jet mal einfach weg. So. Da hinten sieht man die letzten Sonnenstrahlen. Ich fliege einfach mal hier so ein bisschen hoch. Links oben sieht man immer die Minimap, wo gerade irgendwo zum Beispiel ein Helikopter fliegt, die Alarmstufe und so weiter, die Lebensenergie. Ja, und wenn man jetzt mal sieht, also da ist das Schneegebiet zum Beispiel. Da hinten haben wir hier ungefähr so, da, wenn man das, ich kann das jetzt gerade nicht zeigen, haben wir gestartet. Und da vorne ist noch eine Stadt und man sieht ja auch die ganzen Lichter. Man kann wirklich überall hin. Ich gebe jetzt mal hier ein bisschen Gas. Wobei ich leider sagen muss, ich persönlich mag die Stadt jetzt nicht so sehr, weil sie mir viel zu eintönig ist und da viel zu wenig passiert. Da lobe ich mir wiederum so ein GTA 5, wo es wirklich sehr, sehr viel zu sehen gibt. Und man sieht es gerade links oben, Kills gesamt 4100. Es kommen wirklich nach der Zeit, mit der Zeit viele Leute zu Schaden. Natürlich nur virtuell. Und die Grafik, ich kann es immer mal wieder sagen, ich finde, sie sieht echt nicht schlecht aus. Also keineswegs, sie sieht immer noch sehr gut aus. Die Performance geht jetzt gerade. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir hier etwas hoch fliegen. So 40, 50 FPS habe ich hier gerade während der Aufnahme. Ja, wir fliegen einfach mal hier so ein bisschen lang. Ich wollte ja auch erstmal nur so ein klein wenig zeigen in dieser Folge. Wir können uns dann ja mal so ein paar Ziele setzen für die nächsten Folgen. Das Let's Play wird übrigens auch weiterhin, wie alle anderen Let's Plays, ab sofort alle 2 Tage erscheinen. Ja, und hier sieht man jetzt die Stadt, hat ein paar Hochhäuser. Ich kann jetzt hier gerade, ja, ist vielleicht jetzt nicht ganz so leicht, hier was zu zeigen. Ich probiere es trotzdem mal. Ich fliege hier mal ein bisschen runter. Klar fahren hier Autos und leben Menschen und sowas, aber es passiert halt irgendwie nicht so viel wie bei GTA 5. Ja, in der Nacht sieht man jetzt natürlich auch nicht so viel. Naja, ich gebe dann mal Gas, ich will ja nicht abstürzen. Und fliege mal ein bisschen weiter. So. Eine ganz schön große Brücke hier. Das Spiel bietet aber dafür, dass es bietet andere Qualitäten, sage ich mal, als ein GTA. Ich vergleiche jetzt oft mit GTA, aber das liegt halt schon so ein bisschen nahe immer. Man kann zum Beispiel einen Schwarzmarkt aufrufen, man kann auch Autorennen fahren, auf dem Schwarzmarkt kann man sich dann Fahrzeuge kaufen, Waffen kaufen, sich irgendwo hinbringen lassen, weil die Karte ist ja wirklich groß, da will man ja jetzt nicht unbedingt immer überall mit dem Auto hinfahren, denn selbst hier mit unserem kleinen Jet dauert es ja schon ein Weilchen, bis wir hier von A nach B gekommen sind. Ja, es ist jetzt ein bisschen schade, dass es hier so dunkel ist und es regnet und bewölkt und so. Ich wollte es eigentlich mal zeigen hier, das schöne Urlaubsparadies Panau, wie es lebt und bebt, naja, bebt. Hm, ja. Stattdessen habe ich jetzt hier so eine Gewitterfront. Naja, ist mir jetzt auch ehrlich gesagt egal. Gehört ja alles mit zum Spiel dazu. Wir können ja mal probieren, ich glaube hier in der Nähe ist irgendwo ein Militärflughafen, ob wir denn mal einen größeren Kampfjet ausmachen, der auch Waffen hat. Damit wir ja mal ein klein wenig Zerstörung hier auch zeigen können. Hier sieht man auch wieder, es gibt reichlich Militärstützpunkte. Hier ist zum Beispiel wieder einer, an dem man auch einiges noch kaputt machen kann. Hier scheint die Landebahn zu sein. Genau das habe ich doch gesucht. Dann steige ich hier mal aus, öffne den Fallschirm. Und angel mir den Kampfjet hier. So, dann werfe ich den Penner hier raus. Und los geht's. Da stehen noch ein paar drin. Wir nehmen jetzt einmal mal den hier. Und das Blinken zeigt an, also die meisten Militärstützpunkte haben auch Flugabwehrraketen. Luftunterstützung gewährt. Also,
Man kann das Spiel jetzt auch nicht so auf die einfache Schulter nehmen. Ich kann hier Raketen abschießen. Ich habe hier Maschinengewehre. Hier oben sehe ich doch jemanden fliegen. Können wir nicht mal probieren, den ein wenig zu ärgern? Na, komme ich da ran? Oh ja, ich komme, wie ich da rankomme. Er probiert schon auszuweichen. Das wird jetzt natürlich hier gerade nicht so leicht. Ich muss zugeben, ich habe das Spiel jetzt schon ein paar Wochen nicht mehr gespielt. Oder sogar ein paar Monate, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht, ob es besser ist, das Spiel mit Tastatur und Maus zu spielen oder mit Controller. Was, der probiert mich hier tatsächlich irgendwie auszutricksen, habe ich das Gefühl. Aber nicht mit mir, mein Freund. Also so langsam geht es mir hier auf die Nerven. Gut, wenn er nicht will, dann halt nicht. Dann lassen wir ihn mal. Dann zeige ich jetzt am Ende der Folge noch einmal ein wenig vom Wüstengebiet hier. Wüste bei Nacht ist ja auch mal was. Nachts ist es in Wüsten ja meistens immer ein wenig kälter, sagt man zumindest. Also ich war noch nie in einer Wüste. Und ich zeige dann mal, oder ich probiere dann mal ein wenig von meinem fliegerischen Talent zu zeigen. Ich hoffe mal, ich jag mich jetzt hier nicht selber in die Luft. Denn ich denke mal, so ein bisschen Action hier kommt ja auch mal ganz gut. Dann überfliege ich mal hier im Tiefflug ein wenig die Inselgebiete. Na, so ein paar FPS-Einbrüche gibt es dann doch mal ab und zu. Aber ich glaube halt, das liegt dann an meiner CPU, die ja nicht mehr die allerstärkste ist mittlerweile. Die kommt zwar noch mit den Spielen so immer ganz gut klar, aber so fürs Aufnehmen und Rendern und so. Ich meine, die ist ja mittlerweile auch schon ein paar Jährchen alt, also auf dem Markt. So, aber für uns hier heute wird es noch reichen, ein klein wenig Action zu zeigen. Na, schaffe ich das? Und ob ich das schaffe? Einfach drüber fliegen kann doch jeder. So, dann war das ja doch nochmal ganz schön. Und während wir hier in den wunderbaren Sonnenaufgang von Panau fliegen, verabschiede ich mich für diese Folge vom neuen Let's Play von Just Cause 2.